What's poppin', Boys and Girls? Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von moi, Jaco Wusch. Heute geht es um eine Herzensangelegenheit von mir, und zwar das Shoppen. Ich liebe Shoppen, aber ein ganz spezielles Shoppen, und zwar das Secondhand-Shoppen. Seit ich ein kleines Mädchen bin, ist Secondhand ein Teil meines Lebens, weil meine Mama hat früher im Secondhand-Shop ihrer besten Freundin gearbeitet und deswegen war ich logischerweise auch immer da. Irgendwann hat meine Mama dann aber ihren eigenen Secondhand-Laden eröffnet und dann habe ich eigentlich erst so wirklich mitbekommen, wie geil Secondhand eigentlich ist. Secondhand-Shoppen ist für mich eine ganz andere Form des Einkaufens. Es ist künstlerisch, es ist kreativ, es ist vielseitig, es ist einfach wie eine kleine Schatzsuche. Ich laufe durch diesen Laden und da sind tausende von Kleidungsstücken, die mich gar nicht interessieren, aber irgendwo dazwischen hängt dieses eine Teil, das vielleicht perfekt passt. Wenn ich im Secondhand bin, bin ich total fokussiert. Also man wird nicht abgelenkt von so Schaufensterpuppen und modischen Zusammenstellungen, die einem irgendwie sagen, was gerade im Trend ist, sondern man muss selber so kreativ werden und in seinem Kopf so sich vorstellen, wie würde ich das kombinieren, was würde ich daraus machen. Ich bin fast jede Woche im Secondhand, einfach weil ich es liebe, dort zu sein und weil ich auch zwischendurch so einen kleinen Konsumwunsch habe und ich befriedige den lieber dadurch, zwischendurch im Secondhand was Cooles zu kaufen, als jetzt jedes Mal loszulaufen und irgendwas von H&M oder so zu kaufen. Was man nicht vergessen darf, jeder Secondhand-Laden ist anders. Also du musst deine eigenen Goldgruben finden, die zu dir passen. Leute, ich habe mir jetzt mal mein kleines Körbchen hingelegt und zeige euch jetzt einfach mal, was ich in den letzten 3 Monaten im Secondhand gefunden habe. Numero uno ist dieses Sommerkleid. Das habe ich hier im Laden bei meiner Mutter gefunden und ich finde es irgendwie schön. Ich stehe eigentlich gar nicht auf so krasse Muster, aber ja, ich stehe auf Maxi-Kleider und was ich mega geil finde, ist, hier ist vorne so ein Schlitz und dadurch hat man so schön viel Bewegungsfreiheit. Das ist nicht so ein Schlitz an der Seite, wo jeder so denkt, ah, ihre Zellulite guckt raus, sondern es ist so ein Schlitz hier vorne, wisst ihr? Auf Jumpsuits und Kleider, so luftige Sachen, gehe ich immer mega ab, besonders so für Reisen und Hochsommer. Das nächste, was ich gefunden habe, ist diese Weste. Nennt man das Weste? Das ist normalerweise ein Kleidungsstück, was ich normal im Laden eigentlich nicht kaufen würde, weil ich denken würde, dass ich es nicht anziehe. Aber ich hatte es dann im Secondhand an, weil es so schön aussah auf dem Bügel und war total fasziniert. Ja, ich fühle mich manchmal so ein bisschen unwohl, wenn ich zum Beispiel Leggings anhabe mit so kurzen Tops oder so, dann fühle ich mich immer so nackig. Und wenn ich das da drüber trage, fühle ich mich irgendwie sicherer. Kann ich nicht erklären, aber ich freue mich sehr, sehr darauf, das im Frühling zu tragen. Das nächste, was ich gefunden habe, wo sogar noch das Preisschild dran ist, ist dieses Top. Es ist ganz kurz. Ich habe es im Moment mit so kurzen Top. Ich finde, das ist so ein schönes Top, was man auf einer Party tragen könnte. Das nächste, was ich gefunden habe, ist dieses Top. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist ein weißes Top mit Spitzen und ich habe es einfach gesehen und wusste direkt, das ist es. Manchmal sieht man Klamotten und man weiß, okay, das ist meins. Es ist super luftig, es ist super bequem, es engt nicht ein, es ist ein bisschen durchsichtig. Dann habe ich mir in Berlin in der Garage eine Levis. Man sagt ja nicht Levis, man sagt ja Levi's, ne? Mein ganzes Leben lang habe ich Levis gesagt und jetzt lerne ich, dass es Levi's heißt. Ja, ich wollte schon lange so eine haben. Ich habe eine Shorts davon, die sehr, sehr schön ist, aber ich wollte auch immer eine lange Hose haben, weil ich finde, dass die einen schönen Schnitt haben. Und ich habe so einen Hängearsch und der sieht da drin ganz schön aus, finde ich. Also ich finde diese riesengroßen Außentaschen, also weiter äußer liegenden hinteren Taschen, machen das sehr, sehr schön. Dann habe ich noch ein weiteres Kleid. Und ja, das habe ich schon etwas länger. Vielleicht kennen das einige von euch. Da habe ich auf Instagram schon ein paar Fotos mitgemacht letztes Jahr. Ich wollte es aber unbedingt mit reinbringen, weil ich mich immer noch so freue, dass ich dieses Ding im Secondhand gefunden habe. Und zwar ist es ein Kleid. Es ist sehr schön. Ich habe es auch schon auf der Hochzeit von einem Kumpel getragen. Und es ist halt perfekt für den Sommer, aber auch perfekt für so sommerliche, etwas schickere Anlässe. Kommen wir zu dieser Jacke. Ja, ich weiß auch nicht. Also ich muss sagen, das ist das einzige Teil, bei dem ich mir nicht so sicher war. Finde ich super geil, aber ich bin eigentlich nicht so ein Typ. Ich bin nicht so ein Typ für diese
Fluffeljacken, aber irgendwie hatte sie an und sie war so bequem und in Kombination mit so einem Outfit, was ich so tragen würde, um wegzugehen, finde ich es eigentlich ganz geil. Ich muss noch ein bisschen herausfinden, mit was ich das noch alles so kombinieren kann, aber ja, ich musste sie, ich weiß nicht, mein Herz hat gesagt, nimm sie mit. Kommen wir zu einem meiner Lieblingsstücke. Ich habe im Laden meiner Mutter dieses Eminem-Shirt gefunden und ja, ich war ein sehr großer Eminem-Fan früher. Ich weiß noch, wie ich mit meiner Mama im Auto saß und die Marshall Mathers LP lief und dieses Lied, wo Eminem seine Frau Kim in Teile hackt und dann in Plastiksäcke vergräbt. Und ich habe mir eben so gewünscht, dass meine Mutter nicht zuhört oder es nicht versteht, weil ich richtig Angst hatte, dass sie mir die CD wegnimmt. Ja, deswegen, ich musste das einfach haben. Und wenn alle Leute hier mit ihren 90er-T-Shirts rumlaufen kann, dann kann ich auch mit einem Eminem-T-Shirt rumlaufen. Und als letztes habe ich noch dieses Top gefunden. Ja, ich fand es einfach schön, es ist luftig, es ist leicht, es ist sehr schön. Ich mag es, ich habe nicht viel dazu zu sagen. Es ist ein Top mit Blumen drauf und ich liebe es sehr doll. So, am Ende möchte ich mich gerne noch bei jemandem bedanken und zwar bei Polarstern. Wie ihr eben oben in der Ecke gesehen habt, haben sie dieses Video unterstützt. Polarstern ist ein Ökogas- und Ökostromanbieter und sie unterstützen nachhaltige Formate wie eben dieses hier. Und ich kann wirklich nur jedem von euch, in dem auch so ein kleiner Öko steckt wie in mir, empfehlen, sich das mal anzugucken, weil es ist wirklich toll, was sie da machen. Also Ökostrom und Ökogas von Polarstern sind zu 100% Öko. Also da ist kein Gemische, kein Gemogel, da werden keine Monokulturen angebaut oder so ein Quatsch. Und das ist auch nicht irgendwie super teuer. Man denkt ja immer Ökostrom so, oh mein Gott, das es liegt über meinem Budget. Da geht es wirklich nur um minimale Abweichungen vom Standardtarif, den ihr auch von den Stadtwerken kriegen würdet. Und was ich besonders cool finde, sie konzentrieren sich nicht hier auf die Energiewende in Deutschland, sondern auch in Kambodscha. Das bedeutet, mit dem Geld, was sie einkassieren von unseren Stromrechnungen, wenn wir von ihnen Strom beziehen, gehen sie nach Kambodscha, wo Menschen leben, die darauf angewiesen sind, billige Energiequellen zu nutzen, weil sie keine Kohle haben, und helfen denen, eine Biogasanlage aufzubauen und ihre eigene Energie zu produzieren, und gehen da in die Familien und helfen denen, und die bekommen dann eine eigene Gaslampe, einen eigenen Gasherd und eine Toilette, die angeschlossen ist an das ganze System und so. Wirklich toll. Ich kann euch meinen Link in die Infobox setzen. Da könnt ihr die ganzen Familien sehen, bei denen sie waren und wo sie was verändert haben und so. Also es wird alles dokumentiert. Ich wollte Polarstern unbedingt mit ins Boot holen. Das ist wirklich eine richtig coole Sache. Die haben auch eine Gemeinwohlbilanz. Könnt ihr euch mal angucken. Verlinke ich mal unten. Das bedeutet, dass halt jetzt die Philosophie des Unternehmens auch ist, dass das Gewinnstreben hinter dem sozialen und fairen Wirtschaften steht. Sie haben mir einen Gutscheincode geschickt. Wenn ihr den Gutscheincode, ich weiß gar nicht, ich glaube Jaco, ich schreibe ihn unten in die Infobox. Falls ihr wechseln wollt und ihr sagt, das ist ja cool, ich wollte sowas immer schon mal machen, dann könnt ihr den Gutscheincode eingeben und dann bekommt ihr, glaube ich, 20 Euro auf eure erste Rechnung oder so. Ich weiß es nicht. Guck mal unten. Ich schreibe die Infos alle unten rein. Ja, Leute, und ansonsten freue ich mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Schreibt mir, welches Kleidungsstück ihr am coolsten fandet. Das würde mich sehr interessieren, welches ihr am schönsten fandet. Und ja, ich habe euch lieb. Ihr seid süß, ihr seid klein. Ich will jetzt raus. Die Sonne scheint. Macht's gut. Tschüssi.